das Apple iPhone SE. Während es die einen lieben, hassen es die anderen. Aber warum ist das so? In meiner Jugend fanden es auch alle immer cool, wenn man ein Auto hat mit ordentlich Leistung, aber es echt noch unscheinbar aussah. So ähnlich ist es doch auch mit dem iPhone SE. Von außen wie ein alter Golf und von innen wie ein Porsche. Also was hat sich verändert, dass nicht jeder das SE feiert? Ganz einfach, weil Geschmäcker nun mal halt verschieden sind. Und das ist auch gut so. Weil so ein kleines Smartphone hat nicht nur Vorteile. Das Spielen, Surfen oder Videoschauen, das ist nicht mal ansatzweise so schön wie auf einem großen Gerät. Und trotzdem, oder gerade deswegen, hat das iPhone SE seine Daseinsberechtigung. Es ist der Trend nach immer größeren Smartphones. Und Apple hat sich mutig dagegen gestellt. Das gefällt mir. Es ist doch schön, mal wieder mit einer Hand sein Handy bedienen zu können, ohne ständig umgreifen zu müssen. Da brauchen wir doch auch nicht diskutieren. Jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Aber was steckt denn jetzt eigentlich in dem kleinen iPhone SE? Ich sag's euch. Mit den überschaubaren Abmessungen von 123,8 x 58,6 x 7,6 mm ist es wirklich handlich. Das Gewicht von 113 Gramm passt super zu dem wertigen Smartphone. Leider hat Apple das Display direkt vom iPhone 5S übernommen. Das Panel ist nicht so schön wie das vom 6S, aber es ist okay. Die Auflösung von 1136 x 640 Pixeln sind auch echt nicht mehr zeitgemäß, aber sie ergeben eine Pixeldichte von 326. Im Inneren werkelt Apples A9 Prozessor mit 2x1,8 GHz. Dazu gibt es noch 2 GB Arbeitsspeicher. Dafür ist aber die Kamera genauso gut wie im 6S. Naja, Kunststück, es ist ja auch dieselbe. Die Hauptkamera löst mit 12 Megapixeln auf und nimmt Videos bis 4K auf. Hut ab! Die Frontkamera ist leider wieder die aus dem 5S und löst nur mit mageren 1,2 Megapixeln auf. Aber ganz besonders hat mich der Akku überrascht. Mit 1624 mAh ist er nicht besonders groß, aber er hält lange durch. Ich kam eigentlich immer problemlos durch den Tag und musste nur selten nochmal an die Steckdose. Wie ihr also sehen könnt, da steckt ganz schön viel drin in diesem kleinen Gerät. Man sollte es sich mal anschauen. Im Endeffekt muss aber natürlich jeder selber wissen, welches Smartphone und welche Größe am besten zu ihm passt. So, das war das iPhone SE Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe es mal ein bisschen anders diesmal gemacht. Wer es noch nicht weiß, also wer mir nicht auf Twitter folgt, ich hatte es schon mal gedreht. Ich habe auch alles fertig gehabt. Die Tonaufnahmen, der Schnitt, ich habe ewig viel Arbeit reingesteckt und habe es dann gelöscht. Ja, ihr könnt auch immer noch kotzen deswegen. Aber egal, ich dachte, ich probiere es jetzt auch mal ein bisschen anders aus. Bisschen cinematischer oder so. Also sagt mir gerne eure Meinung. Schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr der Meinung seid, das war doch Mist oder ihr habt Vorschläge für Verbesserungen. Auch alles rein damit, das hilft mir ja nur. Ist wunderbar. So, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, streichelt euren Bart und bis zum nächsten Video.